Ja, guten Morgen, Rahul. Wir sprechen ja jeden Tag über ein Thema und heute haben wir auch also sehr, sehr wichtiges Thema. Milch und Milchprodukte, kann man sagen. Einfach Milchprodukte gibt es auf der ganzen Welt und in Indien trinken wir so gerne Milch. Wenn man sagt Wein, wir sagen normalerweise nein, danke. Milch, ja, bitte, danke. Nur danke. Natürlich, das schmeckt so gut und das ist wirklich ein vielseitiges Lebensmittel. Ja? Natürlich. Da haben Sie Recht. Man hat Reste, man kann absagen, man kann Nein sagen. Aber es gibt so viele Seiten von Milch. Es gibt Milch, es gibt Sahne, Joghurt, Käse, Quark, Buttermilch und viele Süßigkeiten. Ohne Milch können wir vielleicht das alles nicht vorstellen. In meinem Fall, morgens, also früh morgens, als Frühstück nehmen wir einfach Milch. In der Nacht, natürlich, das ist fast ein Muss von der Kindheit. Mein Vater hat immer also Milch angeboten und dann haben wir getrunken und jetzt bin ich 38 Jahre alt. Mit Milch bin ich ja erwachsen geworden. Ja, vielleicht wir alle. Also Freunde, wer beginnt? Welche Rolle spielt Milch in Ihrem Leben zuerst? Okay? Trinken Sie überhaupt Milch? Halten Sie das für positiv? Also negativ, positiv, alles können wir. Aber zuerst beginnen wir damit, also Ihre Erfahrung bis jetzt mit Milch. Ja, bitte. Wer beginnt? Kann ich beginnen? Ja, gerne. Okay. Ich bin immer ein Fanhändler von Milch und Milchprodukten. Aber leider habe ich in Kursen gelernt, dass ich dann Milch nicht recht trinken, weil es Laktosen hat und vielleicht nach einigen Jahren, einige Körper haben eine Allergie gegen Laktosen. Und damals mein Arzt hat mich empfohlen, dass ich jetzt eine Alternative von Milch finden, damit zum Beispiel Sojamilch und Hauptmilch nutze. Milch ist da muss ich es trinken, weil ich an eine Allergie leidet. Und ja, ich liege immer Milchprodukte vor und Kase ist mein Lieblingsessen und Kase und ja, ich kann Kase und andere Milchprodukte essen, aber Milch kann ich nicht trinken. Und damals habe ich auch gelernt, dass einige Menschen in der Welt sind, die sich vegan genannt haben. Und diese Leute vermeiden Milch und es ist wie ein Tierprodukte. Und deswegen haben diese Leute, die wir vegan nennen, haben Milch gar vermeiden. Und aber ohne Milch können wir unsere Entwicklung nicht, wir können an unsere Entwicklung nicht denken, weil Milch hat Calcium und andere Mittel, die unser Körper zu entwickeln helfen. Mit Milch immer sehen wir sehr starke Reaktionen. Kinder sehen nicht die Milch ohne Schokolade oder eine Flavor. Und deswegen haben viele Firmen auch viel profitiert. Und sie herstellen einige Produkte, die wir in der Milch mischen können und damit wir der Schmeck von Milch ändern können. Und deswegen viele Firmen können diese Industrie, Milchindustrie ist eine größte Industrie in Indien. Und vielleicht India ist der größte Hersteller Milch der Welt. Ja, ich bin der Meinung, dass wir können unsere Welt nicht ohne Milch vorstellen. Das ist ganz, ich bin der Auffassung, dass ohne Milch können wir die Leben nicht durchdenken und ja, Milch ist ein Teil des Lebens. Genau. Und es hat Calcium und andere Produkte, die unser Körper hilft zu entwickeln.
जे शोन जे गुट आज कैल्शियम जी हबन रेस्ट मिल्स इस्ट जेर विस्टिश जेर विस्टिगस लेबन्स मिटल ओंट जी हबन गिजाक्ट अस कैल्शियम अजो डेर बेस्ट एक्वेल है फोन कैल्शियम कानमन जागन इन 100 ग्राम 100 ml मिल्स एंड हेल्ट मंजाक्ट 900 स्वांसिस mg कैल्शियम ओंट अरवाक्षन है अल्स अरवाक्षन है विन मन 500 स्वांसिस मिलीग्राम मिल्स त्रिंक्ट फिलाइस्ट इस तस गिनोग एस्किप्ट या आउख नोख आंद्रे प्रोडक्ट दी वीर एसन अबर दन फिलाइस्ट मिल्स क्यों टे आउख दस लिफर्न फ्यूडन गांसन टाग बिकोम्ट मन एनर्गी विन मन मोर्गन्स गूट अजो दस गित्रुंकन हाट दन फ्यूल्ट मन जिश एनर्गिश फीले मेंशन जी मिल्स त्रागन अजो विन मन जागत इस त्रिंक मिल्स Trinken ist tragen. Also wenn man sagt, ich trinke Milch, dann haben wir automatisch das Gefühl, aha, vielleicht ist diese Familie sportliche Familie. Automatisch das Gefühl, normalerweise. Ja? Und es gibt zahlreiche Milchprodukte und auch andere Produkte. Für sie Milch ein Basis, also ist. Ja, nächste Person bitte. Was ist Ihre Erfahrung? Trinken Sie täglich Milch? Ist das, also halten Sie das für positiv? Oder vielleicht andere Milchprodukte? Sie sind vielleicht Fan von Käse oder und was für eine Milch trinkt man? Manche sind für Vollmilch, also fettarme Milch gibt es da, Frischmilch. Manche also kaufen einmal in der Woche, manche wollen das täglich kaufen. Und manche glauben an andere nicht. Sie gehen direkt also zum Stall. Sie wollen frisch bekommen. Ja, bitte. Hallo. Ja, Kunal, bitte schon. Hallo. Ja, guten Morgen zusammen. Ja, Milch, wenn wir über Milch sprechen, finden wir zahlreiche Informationen, besonders in Indien. In heiligen Büchern, in Leben des Gott Krishna haben wir auch viel über Milch gehört und auch in der ayurvedischen Welt. Milch ist wie ein Elixier betrachtet, Amrit. Und nicht nur das, das ist auch obligatorisch und das ist auch, kann man sagen, einzige Mittel des Lebens für die Kinder. Das ist empfehlenswert von den Ärzten, dass diese Kinder, kleine Kinder brauchen Milch und diese neu geborene so, das ist ja Milch in Indien, in indischer Kultur, ist wie ein Elixier betrachtet. Und deswegen vielleicht betrachten wir auch die Kuh wie eine Mutter. In Indien, wegen der Agrarwirtschaft, damals hatten wir keine Maschine, keine Industrialisierung. Was wir erledigen konnten damals, das wurde nur erwähnt geworden, wegen der Kettle oder diese Kuh und Ochsen. Deswegen in Indien halten wir diese Kuh als heilige Tiere. Und im 70er Jahren hatten wir auch eine weiße Revolution in Indien, die von Dr. Verghese Kurien durchgeführt. Eigentlich damals, wir hatten nicht so viel Produktivität von der Milch. Und nach der Revolution, wir hatten sehr große Produktion. Große Produktion von Milch in Indien. Eigentlich diese Revolution motivierte die Milchwirt und die Bauer auch gleichzeitig. Damit wir können viele Produkte aus Milch hier in Indien herstellen können. Aber bis 2000 hatten wir nicht so viele Produkte aus Milch. Nur einige Produkte waren sind da, aber jetzt es gibt eine große Reihe der Produkte aus Milch. Zum Beispiel Käse. Und in Käse haben wir auch zahlreiche Tiefkühlkäse. Cheddar Cheese und Processed Cheese, Mozzarella Cheese. Es gibt zahlreiche. Und nicht nur geschmackweise, die Produkte sind sehr köstlich, sondern auch sehr ernährungsvoll auch. Wir brauchen das, unsere Körper braucht das.
das ist gut für die Entwicklung auch. Und jetzt, die Industrie, Milchindustrie ist wie eine große Industrie geworden. Wir können nicht, besonders in Indien, wir können nicht Milch, ohne Milch denken. Und nicht nur das, in Indien, während des Festivalzeit, zum Beispiel Diwali, Holi, was, egal was haben wir im Namen der Süßigkeiten, die Süßigkeiten auch aus Milch produziert. So, das ist die Schönheit. Wir können nicht Milch ohne Milch denken. Die Kultur, die Geschichte und Indien und Milch, die sind miteinander verbunden. Ja, das ist alles von meiner Seite. Sehr schön, sehr gut. Also, Sie haben dann auch an Kurien erinnert, Milch Revolution. Ja, er war natürlich hinter das. Und Sie sagen Ihre Erfahrungen, Freunde, wir sprechen über, also welche Rolle Milch in meinem Leben hat. Natürlich, alle haben Milch von Mutter getrunken. Das wird als die beste Milch angesehen. Und dann sagen manche schon, dass Milch von Kuhen ist vielleicht auch sehr gut. Und dann Büffel oder Ziege oder Schaf, ja? Es gibt so viele Variationen. Und dann gibt es auch dann unterschiedliche, vielleicht Kuhklassen. Ja, was sind Ihre Erfahrungen? Bitte. Wer ist dran? Kann ich beginnen? Ja, gerne, Purushottam. Bitte. Ja, danke. So, hallo alle zusammen. Ich heiße Purushottam. Heutiges Thema ist sehr nützlich. Weil wir heute rund um die Milch reden. Milch ist sehr gesund für unseren Körper und gibt uns Kraft und Leistung. Je mehr Sie die Milch trinken, desto mehr Sie werden stark von Geist und Mentalität. Wir bekommen Milch von Kühen, Büffeln und Ziegen. Mhm, okay. Wir hören jetzt nicht mehr. Milch ist auch in verschiedenen Arten von Mineralien. Ja, jetzt klar? Ja, jetzt klar, bitte. Hallo. Okay. So, weil Milch auch viele verschiedene Arten von Mineralien hat, als solche enthält Milch wertvolle Nährstoffe, die einen wachsenden Körper unterstützen, einschließlich Kalzium und Protein. Kuhmilch enthält auch eine hohe Menge an gesättigten Fettsäuren und Cholesterin, was das Risiko für Herzerkrankungen erhöhen kann. Daher sollten Menschen Milchprodukte in Massen essen. Die Kuhmilch ist die am besten untersuchte Milch, die am meisten produzierte und konsumierte Milch der Welt ist. In der Milch erkläre ich einige Nährwertangaben. Es gibt 1% Fett und eine Menge pro 100 Gramm. So, Kalorien 42, Cholesterin 5 mg, Natrium 44 mg, Kalium 150 mg und Kohlenhydrat oder Zucker 5 Gramm, Protein 3.4 Gramm. Das ist das Nährwertangaben von Milch pro 100 Gramm. Und eine gute Punkte für die Frauen, ich will sagen, das Trinken von 3 oder mehr Glasen Milch pro Tag kann das Risiko von Knochenbrüchen bei Frauen erhöhen. Dankeschön, das ist alles von meiner Seite. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Sehr gut, also schon. Das heißt, also für Kraft und Leistung ist das wichtig. Also geistig und mental, ja, haben Sie gesagt. Sehr gut. Haben andere auch solche Erfahrungen? Wenn jemand also ihr Kühlschrank checkt, was steht da? Steht da Milch, Bier oder Wein oder was anderes? Eigentlich das sagt alles. Nicht alles, aber vieles bestimmt. Natürlich. Ja. Okay. Ja, guten Morgen. Morgen, Abhi. Ja, guten Morgen zusammen. Heutiges Thema ist die Milch. Okay.
Last Wednesday is sehr aktuell und sehr interessant. Die Milch ist sehr wichtig für unsere Körper und auch für unsere Gesundheit. Und wenn wir jeden Tag die Milch trinken, dann bleiben wir auch gesund. Und als ich Kind war, hatte ich eine schöne Kuh und deren ich jeden Tag die Milch trank. Und die Milch war nicht nur sauber, sondern auch frisch. Ich aß sowohl die weiße Butter als auch den Käse. Aber heutzutage wohne ich in der Stadt, deswegen kann ich nicht die Kuh hier pflegen. Okay? Und die Milch der Kuh ist am besten, weil sie sehr wenig Fett enthält. Okay? Und die Kuhmilch enthält eigentlich Vitamin, Protein und das Calcium. Und die Milch ist sehr wertvoll für unser Gehirn auch. Und die Milch erhöht eigentlich das Erinnerungsvermögen. Die Milch ist sehr wichtig, um den Krebs zu vermeiden. Und wir sollten die Milch in der Nacht vor dem Essen trinken, weil die Milch auch die Aminosäure enthält. Und die unseren Stress abnimmt. Und wir schlafen ganz ruhig. Und wir sollten die Milch nicht mit dem Fleisch oder mit dem Fisch trinken. Das ist nicht gut eigentlich. Es gibt eigentlich negative Auswirkungen. Deswegen sollten wir die Milch mit Fleisch oder mit Fisch vermeiden. Und wir sollten auch die Milch nicht mit Joghurt essen. Ja, das wäre auch sinnlos und es gibt auch einige negative Auswirkungen. Ja, wir sollten auch immer die warme Milch trinken, weil die Milch sehr voll gestopft ist und wir können nicht die Milch richtigerweise verdauen. Zum Beispiel, wenn wir ein Glas oder zwei Gläser Milch trinken, dann braucht die Milch circa 90 Minuten, um zu verdauen. Okay? Deswegen sollten wir nur die Milch trinken. Okay? Und wir sollten eigentlich vor dem Essen oder nach dem Essen die Milch trinken. Wir sollten nicht gleichzeitig mit dem Essen die Milch nehmen. Und wir sollten auch nicht die Milch mit dem Fisch, Fleisch, ja. Und wir sollten die Milch nicht mit dem Joghurt essen. Ja, das ist ja eigentlich. Ja, das ist alles. Danke schon. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr schön. Ja. Gut, also dann haben wir auch einige Tipps bekommen. Na? Also Milch und Joghurt. Gerne, bitte. Ja. Wir haben halt sehr wichtige Informationen geteilt. Und ich muss etwas hinzufügen, das ist ein belegender Teil dieses Themas. Und ja, ich habe gestern oder vorgestern habe ich etwas gelesen. Ich habe etwas gelesen. Zum Beispiel, es gibt zwei Varianten von Kuchen. Zum Beispiel A1 und A2. Und einige dieser Varianten, die Girku ist, produziert eine Variante von Milch, die besser für Leute sind. Zum Beispiel, es hat weniger schlecht Cholesterin und es ist auch, weil wir alle kennen, dass diese Milch hilft uns bei Fraktur heilen. Und es gibt auch Variante von Milch von Siege, die in der Fraktur heilen besser als die Kuh Milch hilft. Und zum Beispiel, es gibt Milch auch von Samelen und es gibt so viele Varianten von Milch und diese alle Varianten haben eine besondere Funktion. Und einige Varianten sind gut für Körper, zum Beispiel es hilft bei Calcium. Einige Varianten von Zeige hilft bei Heilungsprozess und so weiter. Und es gibt auch ein beliebendes Research-Forschung in Deutschland. Und sie haben es bemerkt, dass wo die Kuh lebt, in dieser Umgebung, zum Beispiel bis 300 Meter
aber wir weniger Infektion möglich sein. Und es ist von die Urin von der Kuh. Das ist mir neu. Das ist wirklich interessant. Also das heißt dann, sagen Sie indirekt, dass wenn Sie Milch trinken, dann sollten Sie auch unterscheiden, was für Milchart trinken Sie, welche Klasse, also unterschiedliche Milcharten, Milchklassen gibt es auch da. Vollmilch oder Frischmilch oder Milch von der Kuh oder Kuh, dann welche Kuh, Holstein, Gir oder Thalparker. Oder und Sie haben gerade gesagt, es macht auch großen Unterschied, wo und wie die Kuh ist. Im Stall immer oder hat sie auch Zugang zur Weide? Geht sie auch im Freien? Ist sie vielleicht glücklich oder nicht? Gesund oder nicht? Was sie isst? Und dann kommt das alles auch vielleicht in Milch. Sehr gut, das ist wunderbar. Okay, noch jemand hat solche Erfahrung, Informationen? Ja, Drew, bitte schon. Gerne. Ja, rund um die Milch. Heute sprechen Sie über das Thema, das rund um die Milch lautet. Das finde ich aktuell ein besonderes Thema, zu sprechen. Weil nicht nur in Indien, sondern auch in allen Ländern, alle die Leute die Milch trinken. Das ist eigentlich Energiequelle von Indien. Ja, weil in Milch gibt es Potassium, Calcium, Vitamin B und so weiter. Weil unsere Körper braucht zu bewegen. Das ist eigentlich ein ausgezeichnete Quelle von Proteinen. Ja, trinken Milch hilft uns bei Gewicht zu nehmen und Gesundheit zu bleiben. Es gibt eigentlich verschiedene Produkte, die von der Milch macht. Zum Beispiel der Fenner, der Weichkäse, der Käse, der Joghurt und so weiter. Ja, mit Hilfe der Milch, wir können alles machen. Das hängt von uns ab, was wir machen wollen. Zum Beispiel, ich will eigentlich der weiße Käse machen. Dann brauche ich nur Milch und Jamen, wie heißt das auf Deutsch, weiß ich das nicht. Ja, wir müssen eigentlich zuerst kochen die Milch, danach ein paar geben die Jamen in gekochte Milch. Nach dem eigenen Stunde konvertiert die Milch in weiße Käse. Weil in German as the lactobacillus bacteria gift the milch von weiße Käse konvertiert. Ja, und wir können einfach die Menge Produkte mit Hilfe der Milch machen. Aber müssen wir eigentlich vorsicht sein, wenn wir Milch trinken. Erste vorsicht für die Frauen. Bitte trinken Sie nicht mehr als drei Tasche pro Tag, weil die dieser Weise mehr Risk haben, die Frauen weniger als eine Tasche pro Tag trinken. Die Gründe kenne ich auch nicht. Ja, zweite Vorsicht ist, ja, dass wir sollen bevor schlafen eine Tasche warme Milch trinken. Das ist wirklich sehr gut für unsere Gesundheit und für Schlafen auch. Ja, dritte ist best Zeit, um Milch zu trinken, ist nach Nachmittag zu schlafen. Sie sollen am Morgen Milch trinken vermeiden, weil wenn wir am Morgen Milch trinken, dann fühlen wir schlafdüchtig. Vierte ist das, essen Sie nicht bitte Banane und Milch zusammen. Denn sie haben verschiedene Kategorien zu Verdauung. Das ist eigentlich eine schlechte Kombination, wenn wir Milch trinken wollen. Sie wirklich wollen mit der Milch kombinieren oder Obst mit der Milch trinken, dann wäre besser die Mango und die Butterbeine. Ja, das ist die Vorsicht sein, wenn wir Milch trinken wollen. Ja, danke schön. Sehr gut. Ja, sehr schön. Solche Tipps hast du uns gegeben. Sehr gut, Drew. Jetzt Vicky ist dran. Vicky wollte darüber auch sprechen. Ja, könnten Sie Vicky auch ein bisschen kurz vorstellen, bitte? Sie sind vielleicht zum ersten Mal. Ja, danke. Ja, ich heiße Vicky und ich komme aus Jodhpur. Ja, bitte. Es ist mir sehr freut, in unserem Sprachkurs teilzunehmen. Ich bin erst einmal Sprachkurs teilzunehmen. Das freut uns. Bitte. Heute haben wir ein wichtiges Thema, Milch.
Mills spielt wichtige Rolle in unserem Leben. Ich habe auch jeden Tag Mills trinken. Ich Frühstück im Frühstück habe ich Mills und Keks gegessen jeden Tag. Mhm. Und in der Mills gibt es viele Protein ist alles. Okay, gut, kein Problem. Ja, schon, kein Problem. Heute haben Sie zum ersten Mal gesprochen. Wenn Sie jeden Tag sprechen, dann fühlen Sie auch motiviert. Sehr gut, Vicky. Also viele Proteine haben Sie gesagt, gibt es da, Calcium ist da, Vitamine gibt es da, Eiweiß ist da. Also Mills liefert also etwas Weltvolles. Das wissen wir schon. Und diese, bitte schon, ja. Und unsere Eltern oder auch andere Menschen, sie gut über Ernährung, über gute Ernährung, also wissen, sie empfehlen auch immer, dass man sollte Milch trinken. Und gerade haben wir auch von Drew und noch jemand hat darüber erzählt, vielleicht Abhi, dass wann wir trinken sollten, wie wir trinken sollten, wie viel Milch, ja. Also zum Beispiel warm und abends wurde uns empfohlen. Okay, wer ist jetzt dran? So benefitieren wir gegenseitig. Ja, Gorau. Nochmals bitte Entschuldigung, ich habe das verpasst. Warum trinken wir warme Milch, meinen Sie? Ich meine, in Indien passt auch Falschung des Milchprodukts. Und das ist besonders in diese Pestzeiten. Und ich habe immer gedacht, dass warum es in Indien passiert ist. Und es ist für Profit oder es ist, weil es gibt so viel Order von Milch und Milch und wir haben nicht so viel Milch in Indien. Was ist besonders die Grund? Profit oder der Forderung von Milch? Also Sie sagen, dass wir haben nicht genug Milch. Wir haben schon genug. Also nach dieser Revolution, Koreans. Ich habe gedacht, dass wir haben genug. Eigentlich. Ich habe gedacht, dass wir haben genug Milch. Aber trotzdem haben wir diese Falschung. Also warum? Genau, ja. Das machen wir genug. Ah, richtig, jetzt habe ich das ja mitbekommen. Also warum gibt es Verfälschung? Warum gibt es dann immer solche Probleme, dass man, ja, weiß ich nicht, vielleicht nur wegen Gier. Sie wollen, alle Menschen, die ein Geschäft machen, wollen das verdoppeln und dann viermal, fünfmal wollen sie verdienen. Und dann, sie versuchen diese schlechte Wege und dann Gier, also das ist nur, ich denke, Gier. Man will noch und noch mehr verdienen und dann versucht man solche Wege. Meiner Meinung nach, es könnte auch vielleicht andere Gründe sein, aber was könnte es sein dann? Natürlich. Und normalerweise, das werden sie auch, wo man, zum Beispiel auf dem Land, da haben wir schon genug Milch. Da finden sie solche Verfälschung nicht so viel. Die Menschen haben genug. Und wenn jemand das macht, dann erkennen sie gleich. Die Menschen sprechen gegenseitig über alles. Und dann, wenn jemand sowas macht, dann kommt er in Frage. Also wird dann vielleicht erwischt, diese Weise. Okay, noch jemand will darüber sagen? Eigene Erfahrung auch? Ja, schon. Ja, Shubham, trinken Sie auch Milch in Maharashtra?
aber natürlich, man. Ich kann Sie nicht gut hören. Entschuldigung. Vielleicht fehlt was. Subham, wir hören dich nicht. Es gibt so viele Geräusche im Hintergrund. Ja, es gibt viele. Jetzt besser. Geräusche in meinem Hintergrund. Nein, jetzt besser. Das, ja, hatte mich vielleicht dem Gerut zu tun. Bitte. Ja, natürlich. Milchstein Lebensmittel, nicht wie ein Getränk. Und alle trinken Milch. Und ersten Mal wir trinken, alle haben schon ersten Mal die Milch von unserer Mutter getrunken. Und dann von Kuhmilch. Und Milch hat alles. Milch hat alles Calcium, alles Mineral, Vitamin. Alles es hat. Und Milch hat sehr gesundliche Wirkungen von unserem Körper. Wie zum Beispiel, Milch ist sehr bekannt für als Hausmittel und wir müssen jeden Tag Milch trinken und Milch ist nicht für die Kinder, aber es ist für alle, für Jugendliche von großen Bedeutung. Und ja, das ist alles von mir. Alles klar. Sie trinken Milch, ja, aber schon. Jeden Tag, oder? Ja, jeden Tag. Jeden Tag, okay. Ja, jeden Tag. Genau, also in ganz Indien. Auch im Ausland wird Milch so gerne getrunken. Das macht einfach ja Spaß. Das schmeckt super. Und es gibt so viele Arten. Natürlich. Also macht Milch auch krank? Hat man sowas gehört? Einige sagen, dass man sollte nicht mehr als 1 Liter also Milch pro Tag trinken. Da gibt es Risiko vielleicht. Oder diese Menschen, die Diabetes haben, sollten vielleicht auch nicht viel Milch, oder? Ich trinke Tee und dadurch bekomme ich auch Milch, ein bisschen. Macht Milch auch krank, Freunde? Hat jemand sowas gehört? Ja, ich habe es einmal. Ja, natürlich, also Milch ist ungesund. Deswegen sollten wir nicht mehr Milch trinken. Und die Milch enthält auch das Zucker eigentlich. Okay, und deswegen sollten wir viel Milch vermeiden. Und Milch ist eigentlich auch, wie kann man sagen, Folgestoff. Okay, und das ist, wir können nicht einfach die Milch verdauen. Okay, das braucht eigentlich 90 Minuten, um zu verdauen. Deswegen, das hängt man auch eigentlich Person zu Person ab. Okay, und Genau, allzu viel ist ungesund. Das haben Sie auch gesagt. Das ist natürlich aber so. Okay, ja. Welche, also... Und Milch ist auch laxativ. Wenn Verdauungssystem ist nicht so gut, wenn wir das noch denken, dann vielleicht leiden wir an Durchfall. Das ist auch ein Fakt der Milch. Das Milch ist auch laktiv und auch allergisch, wie Herr Sabu schon erwähnt. Eigentlich viele Menschen in Indien und in anderen Teilen der Welt, die trinken Milch, aber die wissen nicht, dass sie leiden an Allergie wegen der Milch. Aber ohne das wissen, sie trinken das, trinken die Milch und sie wissen gar nicht, dass das ist allergisch. Und ich möchte auch hier etwas über Kamelmilch erwähnen. Mir wurde gesagt, dass in Marwar, in Rajasthan, in Marwar, es gibt einen Teil Marwar und da Kamelmilch ist sehr, sehr bekannt und wie ein Heilmittel betrachtet.
when the person is krank, serious krank, dann diese Ärzte da, die ayurvedischen Ärzte empfehlen, derchen Kamelsmilch zu trinken. Nicht nur das, wir hatten auch Chikungunya oder so, diese Viren in Indien. Behandlung, dass sie empfehlen, Ziegenmilch zu diesen Patienten. Die sind sehr gut für die Patienten und auch sehr, sehr teuer. Man kann nicht diese Qualität nicht so einfach kaufen. Ja, das ist alles. Alles klar, natürlich, okay. Also es gibt ja viele Arten. Also haben Sie auch von Goldmilch gehört? Das ist auch sehr bekannt. Goldmilch. Biomilch, Goldmilch. Oh mein Gott. Biomilch habe ich gehört, aber nicht Goldmilch. Also Goldmilch bedeutet vielleicht mit Haldi. Das. Oh, mit Haldi. Okay, also. Ja, mit Kurkuma, ja. Man kocht Milch mit Kurkuma und dann trinkt man. Und es wird gesagt, das ist sehr, sehr hilfreich, wenn man vielleicht Verletzungen hat. Das hilft. Ja, natürlich. Und wir können auch unsere Immunität aufheben. Genau, richtig. Ja. Man bekommt sofort Energie und dann ist das sehr, sehr hilfreich. Bei Verletzungen. Und wenn Sie Milch kaufen, worauf also sollte man aufpassen? Checken Sie nur, das sollte nicht viel kosten, sollte billig sein, oder ist das bei uns in Saras, also Dairy, wenn es Goldmilch ist, dann kostet das extra. Und wenn das fettarme Milch ist, dann nicht so viel. Also achten Sie auch darauf und was für eine Art, also Milch kaufen Sie normalerweise. Und warum und wie viel am Tag in der Familie. Würden Sie auch das alles sagen oder das ist so privat? Ja, yes. So ein Thema mit Brendan. Zum Beispiel, kaufen Sie Schade, ja, Tierquälerei kommt auch dann immer wieder in Frage. Und normalerweise, wenn diese Bauer oder Gopal mehr als 10 oder 20 Kuhen oder andere Tiere für Milch halten und dann sie brauchen dann Maschinen zu melken und dann kommt schon vielleicht Tierquälerei in Thema. Dann kann man vielleicht nicht so aktiv. Natürlich, Rahul, du kannst schon, bitte schon, wir freuen uns darauf. Ja, ja. Ja, guten Morgen, Herr, und guten Morgen, alles. Heute ist Presses, your Mills und Milchprodukte. Mills ist von Natur aus eines der größten Geschenke an uns. Es gibt viele Produkte von Milch, zum Beispiel Eis, Butter, Käse, Joghurt und so weiter. Jetzt speziell über Vorteile von Milch. Milch ist eine ausgezeichnete Quelle für Vitamine und Mineralien. Ein Slices besorgniserregender Nährstoffe. Milch ist eine reichhaltige Proteinquelle mit nur einer Tasse, die 8 Gramm enthält. Milch enthält Calcium und wenig Vitamin D. Zusammen fördert die Kombination starke und gesunde Knochen. Regelmäßig
Milch konsum zusammen mit Vitamin D verhindert das Risiko von Osteopenie, Osteoporose und Arthrose. Es gibt einige Bakterien, die wir gute Bakterien nennen, weil sie Milch in Quark verwandeln. Wir nennen das Lactobacillus Bakterien. Muttermilch ist die beste Milch, die sie wissenschaftlich als Kolostrum bezeichnet. Sie enthält Antikörper, die dem Kind helfen, mit Bakterien und Viren zu kämpfen. Jetzt spreche ich über Nachteile von Milch. Prostatkrebs. In Deutsch Prostatkrebs. Milch und Käse würden mit einem erhöhten Risiko für die Entwicklung von Prostatakrebs in Verbindung gebracht. Zweite, trotz des Hype raubt Kuhmilch unseren Kalzium. Die Laktose in der Kuhmilch kann für Mensch schwer verdaulich sein, was Übel, Gait, Krämpfen, Gas, Blähungen und Durchfall führt. Und es gibt einen Mythos, dass wir keine Milch mit Fisch nehmen können. Dies ist ein völlig falscher wissenschaftlicher Grund. Warum Milch und Fisch beide eine reiche Proteinquelle sind und wir sie gleichzeitig Bord nehmen können? Für meine Ahnung ist gerne Milch. Eigentlich trinke ich jeden Tag in der Nacht. Danke schön. Sehr gut, sehr schön. Also das ist wirklich sehr nett zu hören, dass hier gerade auch also Menschen aus unterschiedlichen Orten gibt. Zum Beispiel momentan sind wir aus Rajasthan, Maharashtra, Kerala, auch Hyderabad. Das ist so schön zu wissen. Und überall wird Milch gerne getrunken. Also Vorteile, Nachteile wissen wir auch. Aber dann, wenn wir voneinander hören, dann erfrischt. Also wir bekommen neue Informationen auch. Das könnte ja natürlich helfen. Okay, wer ist jetzt noch dran? Frau Sharma ist auch da. Schon weg, oder? Sie ist immer noch. Ja, Frau Sharma ist da. Frau Sharma, trinken Sie Milch? Oder das ist Tabu bei Ihnen? Okay. Aber nicht regelmäßig, weil ich war in Mumbai und da hatten wir Milch von Dairy bekommen wir Milch als Pakete von Dairy und das macht ich nicht, gar nicht. Und deshalb, das ist nicht gewöhnlich, mir Milch zu trinken, aber jetzt trinke ich ein bisschen und ja. Das ist ein. Kann ich ja weitergehen oder? Natürlich, wir wollen das hören. Also das ist interessant, okay. Dass man gewöhnt sich in der Kindheit und dann trinkt man gerne weiter. Und Sie haben daran sich nicht gewöhnt und dann jetzt immer noch. Bitte. Jetzt verstehen wir die Nachteile von Milch und deswegen sollen wir das trinken. das ist eine Situation. In Indien, der Milch ist wie eine Hauptsache in Küche. Immer, das finden wir immer. Und ohne Milch, das Leben ist hier in unserem Land, ist nicht vorstellbar. Von alten Zeiten, hatten wir die Tiere für Milch zu produzieren. Und Ziege waren in Dorf, als in jeder Familie, wir hatten die Boot, wir hatten die Building. Und diese waren für, wie eine, das war vegan Milch zu produzieren, die
und das war immer nützlich in die Felden auch. Und andere Sachen, wie ein Produkt von Milch, die waren ja produziert, sind ja wie Milch, ja, Buttermilch und Joghurt, was sagen wir, Butter und wie so, andere, viele andere Produkte. Und deswegen Milch ist bis jetzt eine wichtige Sache in unserem Leben. Ja, aber das Situation ist so verändert, das sich so verändert, dass jetzt haben wir keine Tiere im Dorf auch. Und keine Tiere, muss ich nicht sagen, weniger als früher. Ja, wegen einiger Hauptgrund oder Ursache, können wir sagen, dass die Personen von der Familie jetzt die jüngere Leute wollen in Stadt wohnen und deswegen finden wir jetzt keine Person, die wollen die Tiere behalten und die Interesse haben sich so verändert und jetzt haben wir deswegen Dairy als die Hauptindustrie von Milch zu produzieren bekamen. Und Amul war die Esther Dairy, Esther Roaster Dairy. Das war für Milch zu produzieren gebildet. Und jetzt finden wir in alle Staaten, weder kleine oder große, finden wir Dairy als die zu liefern, für Milch zu liefern und Milchprodukte zu liefern. Und aber das ist nicht wie ein originaler Milch genommen. Die Leute, die haben direkt von Kühe oder von Buffeln gezogen, haben, die wissen das ja schon, dass, also ich habe nicht, aber die Leute, die haben getrunken, wieso? Direkt von Tiermilch. Und sie glauben so, dass das ist nicht die Produkte von Dairy, finden wir heute, sind nicht ein realischer Milch. Das ist ein Mischung von vielen anderen Dingen. Wie jemand hat gesagt, sie sind eine Mischung von Laktose, Fett, Powdermilch, viele Kalorien und Calcium und viele artifizielle Dinge. Sie sind, ich weiß nicht, diese Dinge sind nützlich für unsere Körper. Sie machen positive oder negative Effekte, Auswirkungen. Das weiß ich nicht, aber ja, ich habe Zweifel darüber. Aber ja, Milch ist bis heute in jedem Haus getrunken und das ist eine notwendige Sache. Das wollte ich sagen. Danke, das war alles von meiner Seite. Jetzt können andere weitergehen. Ja, haben Sie recht. Also, Milch ist so beliebt überall. Und jemand hat hier gesagt, dass Indien ist auf die Spitze. Indien oder USA, bin ich nicht sicher, aber vielleicht Indien ist auf die Spitze. Und dann gibt es USA, Brasilien, China, Deutschland ist auch. Also sehr reich an Milch. Noch ein Punkt hier hinzufügen. Gerne, bitte. Sehr gerne. Ja. Heutzutage sehen wir, dass einige Leute wollen vegan sein, ja, sie wollen Milch nicht trinken, nicht die Milch trinken und sie wollen Milch vermeiden eigentlich. Mhm. Und diese Weise, sie wollen die Kühe schützen. Und das verstehe ich nicht, dass wie können diese Weise die Kühe schützen. Wenn wir brauchen Milch gar nicht, dann wir haben keine die Kühe nicht mehr nehmen. Und wir finden nicht gar nicht.
जी वोल्टेक जी गुट आर्ग्यूमेंट उन गुट हिल्फ्राइस इन्फॉर्मेशन उन्ट वी फिंडन दीज इन्फॉर्मेशन औ खन विशन कॉमिश अब जेर जेर इंटरेसेंट अजो प्योर प्रॉफिट अजो मान इस जो गिरिस के वोर्डन दस जी वी ब्राउ खन नुअर कुन उन नेक्स्ट ऑक्स है शाड या आज वी प्राउ शर्मा के जाता दी काउ मिस्ट इज Cretaceous or the Permian weird. Yeah, this is how Christis. Our as the fear lighter, the Permian mills or the Denken mills as feet dick marker, niche feet marker. Yeah, the Denken does we are drinking we are ascend milk product as bicycle yogurt, quark or case un does mark in an dick. But this is nor in quartz. The mills had alles vitamin und alles was we are broken. The mills alles had und milk smart means the big order as mark nu x mark uns nur fit means nis mark uns crack as nur mark uns fit un gesund und die Leute immer denken dass sie wollen immer in der Zeit
Baben und null figure haben die pyramiden meal aber das ist es hat kein Sinne es ist nur ein quartz the meals is wie eine komplett nahrungsmittel und wir müssen jeden tag meals trinken wir nicht müssen ja nicht müssen sondern wir brauchen jeden tag meals für unser körper und Milch ist wegen ihrer hohen Nahrungsstoffe. Es ist wie kein Getränk, aber es ist wie ein Lebensmittel. Und dazu müssen wir jeden Tag Milch trinken. Ja, das möchte nur ich erwähnen. Das finde ich sehr komisch und ironisch. Also einerseits werden die Kuh kritisiert, aber andererseits wer von Milch spricht, meint er normalerweise in der Regel über Kuhmilch. Wenn man also Profit oder Vorteile von Milch sagt, dann sagt man normalerweise die Vorteile von Kuhmilch. Kuhmilch ist ja super cool, so gut und gesund für Gesundheit. Natürlich. Aber trotzdem, egal, also die manche kritisieren immer und warum nicht? Sie haben auch Recht. Wenn sie etwas finden, sollten sie Bescheid sagen. Manchmal haben sie vielleicht auch Recht. Wir sollten alle Meinungen hören und wir sollten auch einfach vielleicht recherchieren, durch unterschiedliche Quellen, Informationen bekommen. Vielleicht schadet das. Vielleicht ist das sehr gut. Aber natürlich, das ist die Tatsache, dass wir trinken jeden Tag Milch. Das wurde getrunken, das werden wir auch in der Zukunft trinken. Das ist ja sehr, sehr wichtig und Alltag für uns. Vielen lieben Dank, Freunde. Das war wunderschön. Gestern eigentlich suchte ich nach dem Thema und plötzlich sagte meine Tochter, Papa, Kuh wartet auf Sie. Und dann habe ich es gefunden. Ja, Kuh und Milch. Wichtiger Punkt, Herr Zeni. Bitte. Bitte. Ein wichtiger Punkt können wir hier nicht vermeiden, dass nach Ayurveda Kuhmilch ist wie ein Medizin genommen. Und viele Mediziner sind mit Kuhmilch genommen und das haben Wirkungen mit Kuhmilch besser als einige andere Menschen und von den anderen Tieren. Und deswegen Kuh sind in Indien von alter Seiten wie ein wichtiger Tiere behalten. Genau, richtig. Also was bei uns immer wichtig gefunden wurde, wurde dann heilig gesagt. Ja, wer will jetzt sagen? Ja, Lata, bitte. Ja. Ja, guten Morgen. Ich habe eine Frage. Ist es gut für die Packet Trockenmilch, meinen Sie? Pulver, Powder Milk, meinen Sie? Ist das ist gut für uns Packet Milk? Okay, hat jemand vielleicht schon Antwort? Ich denke, wenn wir also direkt Milch bekommen könnten, sollten wir das versuchen. Aber wenn sie keine Wahl haben, dann müssen sie natürlich. Also diese Vitamine oder was wir schon gesagt haben, Calcium, Vitamine, sie brauchen wir eigentlich im Alltag. Unser Körper braucht das. Und ich habe auch gehört, dass unser Körper ist also von vielen Zellen aufgebaut und unsere einige Zellen generieren immer neu und die alten Zellen sterben ständig. Also für diesen Prozess brauchen wir auch Milch. Und dann welche Milch? Egal welche, vielleicht von dem Büffel oder Kuh, aber wir brauchen Milch. Aber wenn Sie keinen Zugang haben, vielleicht wohnen Sie irgendwo, wo keine Milch verfügbar ist, dann ist vielleicht Pulver oder Powdermilch auch okay, meiner Meinung nach. Aber wenn möglich,
sollte man vielleicht Frischmilch bekommen. Meiner Meinung nach. Vielleicht haben andere Menschen andere Meinungen. Okay, danke. Bitte schon. Vielen lieben Dank, Freunde. Zeit ist jetzt um. Wir treffen uns morgen um 10.30 Uhr wieder.